Ja, auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich würde heute vor unserer Fraktionssitzung zu vier Themen etwas sagen wollen. Immer noch unter besonderen Bedingungen. Wir werden auch nachher in dem großen Saal der Sozialdemokratie tagen und viele werden per Video zugeschaltet sein, also den Bedingungen entsprechend. Als erstes möchte ich natürlich etwas sagen zu dem Agieren der Bundesregierung, zu den letzten Tagen in der Corona-Krise. Eigentlich hätte man ja davon ausgehen müssen, dass das Agieren der Regierung, auch der Ministerpräsidenten, professioneller wird. Was wir aber seit Sonntagabend erlebt haben, war wirklich das Gegenteil von professionell. Es sind viele Entscheidungen getroffen worden, die wenig logisch sind. Vor allen Dingen aber stört mich, dass schon am Sonntagnachmittag die ersten Papiere in die Öffentlichkeit gegangen sind. Mich stört, dass man eins zu eins nachlesen kann, wie der Verlauf der Debatten ist. Und diejenigen, die damit auch befasst werden müssen, erfahren dann nicht mal im Nachhinein das, was real passiert ist. Ergebnisse gibt es nahezu keine. Das einzig wesentliche Ergebnis ist, dass man sich am 23.11. noch einmal trifft. Aber mit den unterschiedlichen vorliegenden Papieren ist ein hohes Maß an Unsicherheit noch mal geschaffen worden. Ich bin der Auffassung, dass mit dieser Art und Weise der Kommunikation die Menschen in unserem Land immer mehr verängstigt werden. Und das ist das Gegenteil dessen, was aktuell notwendig ist. Wir haben auch feststellen müssen, dass an vielen Stellen die Bundesregierung ihre Aufgaben, die man hätte in der Sommerpause lösen können oder zumindest angehen können, nicht realisiert hat. Dass jetzt eine zweite Welle kommt, ist so eine große Überraschung nicht. Alle, die davon etwas verstehen, haben das vorausgesagt. Wo ist denn die Vorbereitung der Schulen? Man kann feststellen, dass nahezu jeder Restaurantbetreiber im Sommer mehr getan hat als die Bundesregierung und als das aktuelle Bundeskabinett. Wenn ich jetzt den Vorschlag der Bundeskanzlerin gesehen habe, dass man die Kontakte einschränken soll, ja, das ist völlig richtig. Aber auch hier brauchen wir dann ein logisches Agieren. Mir muss mal einer erklären, wie das sein soll, dass Kinder am Tag in die Schule gehen und dort mit 10, 20 oder gar 25 weiteren Kindern Kontakte haben und dann am Nachmittag allerdings nur mit einem Kontakt haben sollen. Die psychologischen, die sozialen Nebenwirkungen einer solchen Entscheidung werden verheerend. Und auch mir muss mal jemand erklären, wie das praktisch laufen soll. Soll ich mich dann entscheiden, dass ich dann nur noch meine Tochter oder nur noch meinen Sohn besuchen darf? Ich glaube, dass hier wirklich an der Lebensrealität vorbei agiert wird. Es ist meines Erachtens nicht hinnehmbar, dass hier einerseits beschränkt wird und auf der anderen Seite die Freiräume bleiben. Wenn ich daran denke, dass heute Abend ein Fußball-Länderspiel in Sevilla stattfindet, das quer durch Europa geflogen wird, dass dort Schnelltests sind und das sind nicht nur die Spieler, die dorthin fahren, dann ist das in keiner Weise vermittelbar. Wenn weiterhin Bahnen voll sind, wenn weiterhin die meisten Klassenzimmer ohne Belüftungsanlagen sind, dann haben wir hier ein grundsätzliches Problem. Es ist viel zu wenig in den Schulen passiert. Es ist immer noch so, dass die App über große Defizite verfügt. Das alles ist eine Situation, die so nur oder gar nicht zu akzeptieren ist. Jetzt werden wir in dieser Woche das Infektionsschutzgesetz am Mittwoch behandeln. Wir werden gleich in der Fraktionssitzung dazu eine Verständigung durchführen. Aber wir waren sowohl im Fraktionsvorstand als auch in der gesamten Fraktion in einer Frage einig. Wir werden dieses Herangehen nicht tragen. Wir werden das ablehnen. Wir haben dort andere Forderungen. Wir wollen eine Bundestagsdebatte über eine grundlegende Anti-Corona-Strategie und nicht die Mitteilung von Frau Merkel, was in den nächsten Tagen passieren wird. Und wir brauchen einen Gesetzentwurf, der sehr weitgehend ist und der die demokratische Kontrolle mittelfristig festhält. Wir brauchen eine regelmäßige Evaluation der Maßnahmen. Es ist dringend notwendig, dass das passiert, dass die Menschen es nachvollziehen können, dass wir ein höheres Maß an Transparenz haben und wir brauchen auch immer die Überprüfung der Verhältnismäßigkeit der getroffenen Maßnahmen. Wir fordern seit langem, dass in jeder Sitzungswoche eine Regierungserklärung und nicht in Form des Mitteilungsmodus stattfinden sollte. Das allerdings passiert nur wenig. Die Forderung ist ganz klar. Wir müssen die Menschen weitgehend mit an Bord halten. Es darf keine Verunsicherungen geben. Aber im Moment und am letzten Wochenende
ist wirklich das Gegenteil passiert. Ich bin froh, dass die Bundeskanzlerin nun festgelegt hat oder angekündigt hat, dass es am 23.11. endlich einen mittelfristigen Plan geben kann. Jeder weiß, dass da unterschiedliche Dinge eintreten können, aber wir brauchen mehr als die Zahlen 35-50 pro 100.000. Das ist ehrlich gesagt zu wenig. Dieser Plan und dieser große Wurf, den ja Herr Söder angekündigt hat, der wäre dringend notwendig. Eine Bemerkung zu Herrn Söder sei mir doch noch gestattet. Er ist aktuell kein Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Das ist meines Wissens Herr Müller aus Berlin, auch wenn er sich dort kaum in diese Richtung profiliert. Aber dass nach bei jeder Pressekonferenz, und ich habe mir die gestern natürlich angeschaut, der bayerische Ministerpräsident ausdrücklich länger redet als die Kanzlerin und jedes Mal bundespolitische Empfehlungen abgibt. Ich finde, der sollte vor allen Dingen in seinem Bundesland dafür sorgen, dass die Zahlen besser werden und nicht permanent Belehrungen an den Tag legen, sondern vor allen Dingen seine Hausaufgaben in Bayern machen. Diese Art und Weise führt auch nicht dazu, dass die Menschen etwa beruhigt werden. Eine zweite kurze Bemerkung möchte ich machen zum heutigen Autogipfel. Dass man sich auch mit der Autoindustrie verständigt, das ist legitim und das ist vielleicht auch notwendig. Allerdings finde ich, dass es jetzt schon die dritte Videoschalte im Kanzleramt gibt. Dass es aber bisher weder einen Sozialgipfel noch einen Kindergipfel gegeben hat, das finde ich höchst problematisch. Da sieht man die Interessenschwerpunkte dieser Regierung. Ich fordere ein weiteres Mal, dass es einen Kindergipfel gibt, dass endlich die Dinge, die notwendig sind, in Kitas und Schulen auch auf Bundesebene, ich weiß, dass das Ländersache ist, aber auf Bundesebene befördert werden. Das wäre notwendig und nicht ein Autogipfel. Das ist der dritte schon in der Pandemie. Die anderen haben bisher nicht stattgefunden. Eine dritte Bemerkung. Frau Kramp-Karrenbauer hat heute zur Sicherheitspolitik eine Grundsatzrede angekündigt oder vielleicht schon gehalten, weiß ich jetzt gar nicht, wie der Zeithorizont ist. Ich will dazu als erstes feststellen, wenn es denn eine Grundsatzrede ist und einen Charakter strategischer Orientierung haben soll, dann ist für mich weiterhin dieses Haus, der Deutsche Bundestag, der richtige Platz. Hier sollte es dann dazu eine Regierungserklärung und nichts anderes geben. Mich erstaunt, dass Frau Kramp-Karrenbauer hier so ganz und gar nicht auf die Vorschläge von Emmanuel Macron eingehen will. Es muss doch eigentlich jedem klar sein, dass nach 4 Jahren Donald Trump Europa und auch Deutschland sich keinesfalls auf die Vereinigten Staaten verlassen können. Ich glaube, es muss klar werden, dass Donald Trump das Symptom war und dass die Ursachen der Veränderung in den Vereinigten Staaten viel tiefer liegen. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine andere Orientierung, aber das ist nicht die, weiterhin das zu tun, was in den Vereinigten Staaten vorgegeben wird. Mich wundert sehr, dass in dieser Situation die Rüstungsausgaben in Deutschland in dieser rasanten Weise steigen. Es ist so, dass die Kosten für die Rüstungsbeschaffung um 71% gestiegen sind. Und das in Zeiten der Pandemie. Es ist die Realität, dass der Verteidigungshaushalt in den letzten 3 Jahren um 20% gestiegen wird. Richtig wäre, wenn Frau Kramp-Karrenbauer auch Herrn Biden mitteilt, dass für uns das 2-Prozent-Ziel eben nicht bindend ist. Deutschland wird aktuell nicht von Feinden bedroht, von keinem Land der Welt, sondern Deutschland wird von einem Virus bedroht. Wir brauchen weltweit Abrüstung statt Aufrüstung. Wir brauchen Rüstungskontrolle statt Aufrüstungswahn. Eine letzte Bemerkung, die ich machen möchte, ist zum Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns, wie Sie wissen, meinem Heimatland. Ich nehme jetzt mit Interesse zur Kenntnis, dass es scheibchenweise immer wieder neue Erklärungen von Loris Cafier gibt. Erklärungen, die auch wenig glaubwürdig sind. Und ich sehe zunehmend, dass es Schaden auf das Land Mecklenburg-Vorpommern und Schaden auf das Amt wirft. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, um das klar zu sagen, dass Loris Cafier eine klare Haltung zum Rechtsextremismus hat. Keinerlei Zweifel, dafür kenne ich ihn auch zu gut. Aber mit seinen Handlungen und seinen Fehlern ist er nicht mehr im Amt des Innenministers tragbar. Und ich sage auch ganz klar, es reicht nicht aus, wenn Manuela Schwesig ihn zu einem Report bestellt. Er hat im Innenausschuss des Landtages Mecklenburg-Vorpommerns nochmal die Gelegenheit der vollständigen Aufklärung. Erwarte ich zumindest. Aber ich bleibe dabei. Mit den Fehlern, die er gemacht hat, ist er im Amt des Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr tragbar. Dankeschön, Dietmar Bartsch. Gibt es Nachfragen? Ist erstmal nicht der Fall. Dann
wünschen wir noch einen schönen Tag, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön.